Center Culinara Schwenningen. Immer gut ja, drauf. Liebe Eishockey-Freunde, ich darf euch alle wieder ganz herzlich begrüßen zu einer neuen Folge unserer Serie Das Eis ist heiß. Die DEL pausiert gerade. Der Deutschlandcup steht bevor. Aber einen Mann haben wir ja doch in der Helios Arena, den wir heute begrüßen dürfen. Das ist Mirko Sacher. Mirko, schön, dass du da bist. Mirko, ich fange mit der schwersten Frage mal an. Welches Tier gefällt dir besser, der Wolf oder der Schwan? Du hast ja zu beiden eine besondere Beziehung. Da sage ich lieber nichts zu. Ich komme aus Freiburg, habe dort meine ganze Jugend verbracht und bin dann nach Schwenningen gekommen. Hat zwei gute Jahre, zwei schlechte Jahre. Habe mich jetzt dann 2 Jahre in Dresden wieder gesteigert und jetzt wieder zurück nach Schwenningen. Also im Moment bin ich dann wohl ein Schwan. Okay, dann ich habe noch eine zweite Frage auf der Ebene. Wenn jetzt ein Freund von dir aus Norddeutschland sagt, Mirko, such mir eine Wohnung in Süddeutschland, ich möchte mich verändern, welche Stadt würdest du ihm empfehlen? Na, ganz klar Freiburg. Also ist einfach immer wärmer wie hier. Ist auch ein bisschen größere Stadt. Und ja, also gegen Schwenningen ist auch nichts einzuwenden, aber Freiburg ist eben noch ein bisschen schöner. Okay, das war jetzt sehr salomonisch. Einmal den Schwan, einmal Freiburg, das passt ja. Aber es gibt ja schon diese ganz besondere Beziehung zwischen Freiburg und Schwenningen. Daher frage ich dich jetzt natürlich auch, du hast es gerade schon erwähnt, du lebst mehr oder weniger zwischen diesen zwei Welten, hast schon beiden viel erlebt. Gibt es eigentlich noch eben diese besondere Beziehung oder auch was die Emotionalität anbelangt oder in Zeiten der engen Kooperation zwischen den Vereinen hat sich das alles beruhigt? Also ich denke, es ist viel ruhiger geworden wie früher, wo wir noch mit Freiburg gegen Schwenningen gespielt haben, in der zweiten Liga noch. Und ich denke, seit Schwenningen in der DEL ist und Freiburg der Kooperationspartner ist, hat sich das Ganze ein bisschen beruhigt. Du hast es schon angesprochen, du hast in Freiburg das Eishockey erlernt, bist da zum Profi geworden, kamst dann nach Schwenningen, hast dann den Umweg über die Dresdner Eislöwen in der DEL, den Weg genommen, diesen Umweg, bist hier wieder in Schwenningen gelandet. Du hast diesen Weg über Dresden, da hast du dich jetzt zum besten Verteidiger in der DEL2 entwickelt. Wenn du jetzt rückblickend das so betrachtest, hast du diesen Weg gebraucht oder waren es auch einfach unglückliche Umstände damals, die dazu führten, dass es nicht gleich in der DEL geklappt hat? Ja gut, also im Endeffekt war es genau die richtige Entscheidung. In der DEL habe ich damals nicht wirklich die Chance gekriegt zu spielen. Und die logische Folge war einfach, dass ich den Schritt zurück mache in Liga 2 und da hatte ich mit Dresden den perfekten Standort, sehr gute Trainer und ich denke, die haben mich dann wieder zurück ins Verteidiger-Business gebracht. Ich habe es gerade schon gesagt, du bist tatsächlich zum besten Verteidiger in der DEL2 gewählt worden. Das ist natürlich schon eine besondere Auszeichnung. Was bedeutet das für dich? Puh, also ich war erstmal überrascht. Also ich wusste gar nicht, dass da die Verleihung an dem Tag war. Ich habe es dann über andere erfahren. Man ist auf jeden Fall stolz über so eine Auszeichnung. Freut mich auf jeden Fall, aber mehr eben auch nicht. Also. Dein aktueller Trainer Pat Cortina hält auch große Stücke auf dich. Ich weiß nicht, ich hoffe, du hast es heute in der Neckarquelle gelesen. Hat gesagt, also er droht dir schon an, dass du nächstes Jahr um diese Zeit vielleicht keine Pause hast, dass du einen Deutschlandcup spielst. Er hat gemeint, also geht schwer davon aus, dass du, auch Dustin Strahlmeier oder Mirko Höflin dann wieder, dass ihr in der Nationalmannschaft stehen werdet. Das geht auch runter wie Honig, oder? Ja, auf jeden Fall. Also wenn es so ein erfahrener Mann sagt, dann freut mich auf jeden Fall. Aber im Endeffekt wird man dann sehen, das haben dann andere zu entscheiden.
Ja, ich werde mein Bestes geben, um auch mal für die Nationalmannschaft zu spielen. Gut, das Beste gegeben habt ihr im Augenblick alle in der Mannschaft. Man kann wirklich sagen, die Waldwings spielen eine sehr, sehr gute Runde. Platz 7, fast 1,5 Punkte pro Spiel. Es ist wirklich eine beachtliche Ausbeute. Hast du damit gerechnet, dass es so gut läuft? Ja, also ich denke, man hat von Anfang gesehen, dass wir eine gute Truppe zusammen haben. Und eben wenn wir ja nicht so viel Verletzte haben, haben wir auch die Chance, jedes Team zu schlagen. Und jetzt am Ende hat man auch gemerkt, dass wir mit so vielen Verletzten einfach noch mehr geben können, alles aus uns rausholen. Und eben dann noch gegen Teams wie Augsburg, Düsseldorf, die auch keine schlechten Mannschaften sind, auch gewinnen können. Pat Cortina meint ja, eure Stärke, eine der ganz großen Stärken, ist das schnelle Tempo, das hohe Tempo über die ganze Spielzeit. Wie schätzt du eure Stärken ein? Ja, ich denke auf jeden Fall die Schnelligkeit. Wir haben viele schnelle Spieler. Ja, defensiv stehen wir einfach gut und ja, eben wenn was durchkommt, haben wir noch einen Strahli hinten drin, der halt auch zurzeit überragend hält. Wie ist es denn ja eben, ihr steht auf Platz 7, wirklich gut da. Merkt man dann schon, dass die anderen Mannschaften schon mit etwas größerem Respekt euch gegenübertreten oder hat sich da nichts geändert? Steht das Spiel wie immer? Also ich denke, man muss jedes Mal, wenn man hierher kommt, ja, die ganze Atmosphäre und die Mannschaft respektieren. Ich denke, hier ist einfach einzigartig mit den Fans und ja, ich denke, da hat jede Mannschaft Respekt herzukommen. Du bist gerade 26 Jahre alt geworden, also im besten Eishockey-Alter. Kann man auch sagen, wir sehen aktuell den besten Mirko Sacher, den es bisher gab? Also bis jetzt denke ich auf jeden Fall, aber ich hoffe, dass ich noch ja, mich weiterentwickeln kann und noch besser werden kann. Von Eishockeyspielern hört man ja auch gerade aus Geschichten von früher, die haben es da immer ordentlich mal krachen lassen, so in der Kabine oder außerhalb mal. Wie geht's denn bei den Wild Wings zu, mal ganz ehrlich? Ich muss sagen, wir sind eher so eine ruhigere Mannschaft. Also ich denke, ja, jetzt gerade durch den engen Zeitplan mit den vielen Spielen ja, ist da nicht viel mit krachen lassen. Aber wenn du mal weggehst, so mal an einer Bar stehst oder an der Theke, was ist dein Lieblingsgetränk? Also ganz normales Bier. Das freut den Hauptsponsor, sehe ich ja auch wieder. Was machst du in deiner freien Zeit, gerade wenn er jetzt so mal wirklich eine Woche nicht auf dem Eis steht? Ja gut, eben viel mit der Freundin. Und jetzt war ich auch noch in Freiburg, die Familie besuchen, alte Freunde besuchen. Ja. Die Freundin kommt aus Schwenningen? Genau, ja. Das ist vielleicht jetzt auch eine Frage, die deine Freundin interessiert. Wenn du was an dir ändern könntest, gibt es da was oder was wäre es dann? Gute Frage. Also das wird sie wahrscheinlich am besten beantworten können. Also ich wüsste gerade nichts. Also du bist zufrieden mit dir? Ja, ich denke schon. Ja. Das ist schon mal sehr wichtig. Ganz ein Klassiker zum Schluss noch. Welche drei Dinge würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen? Puh. ja, die Playstation würde ich sagen, die Freundin, ja, und gute Laune. Okay. Mirko, ganz herzlichen Dank. War sehr interessant, deine Antworten zu hören. Und jetzt darfst du auch noch wie deine Kollegen bisher dich auf unserer Tafel verewigen. Wir haben ja hier die Tafel, wo jeder Interviewpartner das Motto leicht abgewandelt ergänzen darf, also nicht wir sind Schwenningen, sondern er muss dann den Satz ergänzen, ich bin Schwenninger, weil. Du bist jetzt der Vierte. Gebt jetzt gerade hier noch den Stift. Also ja, nicht gerne. Einfach, wo du verewig dich einfach mit der Unterschrift und wir werden dann diese Tafel, ich habe es auch schon erwähnt, wir werden dann diese Tafel am Ende der Saison verlosen. Weil einfach das Umfeld passt. Also,
Also Mirko, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ich wünsche dir alles Gute und weiter viel Erfolg. Und die Playoffs, die müssen einfach sein dieses Jahr. Okay, danke. Danke.